Rund 6000 Verkehrsunfälle jeden Tag gab es 2021 in Deutschland. In einer Vielzahl der Fälle ist dann auch immer die Feuerwehr im Einsatz und die hat viel zu tun. Denn Minuten können über das weitere Leben von Patienten entscheiden. Das heißt, jeder Handgriff muss sitzen. Was dabei wirklich wichtig ist und wie die Feuerwehr vorgeht, das gucken wir uns heute in Witzenhausen in Nordhessen an. Denn hier feiert die Feuerwehr Jubiläum und macht eine große Schauübung mitten in der Stadt. Klaus Demand ist Wehrführer, wie es hier in Hessen heißt, der Freiwilligen Feuerwehr Witzenhausen. Klaus, wenn ihr an eine Unfallstelle kommt, was ist dann für euch als ersteintreffende Kräfte erstmal wichtig? Ja, hallo erstmal Konstantin. Ja, als allererstes ist erstmal wichtig, dass wir uns einen Überblick über die Lage verschaffen. Das heißt, wie viele Personen sind jetzt tatsächlich im Fahrzeug verunfallt, sind sie eingeklemmt, was haben wir für weitere Gefahren, austretende Kraftstoffe etc. Und natürlich auch das nähere Umfeld, ob dann irgendwo vielleicht im Kram oder sowas ein weiteres Fahrzeug liegt und eventuell eine Person aus dem Fahrzeug geschleudert ist. Das überprüfen wir jetzt im ersten State und machen quasi schon die erste Einsatzplanung, wenn die Kräfte dann anrücken, dass wir sie dementsprechend einteilen können. Das Ganze immer nach einer festen Regel. Gibt es da Regelungen für die Feuerwehr, wie man da idealerweise vorgeht? Ja, selbstverständlich gibt es Regelungen. Es gibt ja die Feuerwehrdienstvorschriften, aber man muss natürlich sagen, wir kommen ja dahin, wo das Extreme ist, wo also irgendwas passiert ist, was nicht nach der Norm ist. Das bedeutet, ja, wir haben einen roten Faden, da gehen wir nach, aber wir müssen natürlich sagen, jeder Unfall, jede Einsatzstelle ist individuell und bedeutet natürlich auch, dass wir das dann dementsprechend anpassen müssen. Aber unsere Leute, und das ist übrigens in allen Feuerwehren so, die haben alle gut ausgebildete Leute und das ist unser Tagesgeschäft, sagen wir jetzt mal. Ne? Jetzt hast du die Einsatzstelle rundum erkundet, hast geschaut, was ist das für ein Auto, wie geht es für die Feuerwehr dann weiter? Ja, also dementsprechend muss ich natürlich überlegen, sind die Kräfte, die jetzt alarmiert worden sind, in ausreichender Anzahl da? Wie wir das jetzt hier erlebt haben bei der Schauübung, war der Rettungswagen noch nicht da gewesen. Das bedeutet, ich gebe auch jetzt die erste Rückmeldung an die Leitstelle, wie viele Personen definitiv verunfallt sind, damit die Leitstelle weiß, okay, er hat jetzt vielleicht nur zwei Rettungswagen losgeschickt. Wir haben aber definitiv drei Verletzte drin und dass er dann noch weiß, dass er weitere Rettungsmittel gleich vom Vorfeld dementsprechend losschicken muss, entsenden muss, dass er Notarzt kommen muss, eventuell der Hubschrauber kommen muss, je nachdem, was wir für einen Verletzungsgrad halt feststellen. Jetzt gehen wir mal heute auf die konkrete Übung hier ein. Ihr habt ein Fahrzeug in Seitenlage, das Auto hat irgendwie den Kreisel übersehen, ist auf der Seite liegen geblieben. Wie wird hier jetzt vorgegangen, um die Person da drin retten zu können? Ja, also wie gesagt, er liegt auf der Seite, er ist dann von uns mit Stabfasssystem und Unterleghölzern dementsprechend stabilisiert worden, damit er nicht umkippt. Ich muss aber gleich dazu sagen, Konstantin, es ist eine Schauübung. Das bedeutet also, wir machen nicht alles so hundertprozentig heute nach Dienstvorschrift, weil es die Leute sollen ja was sehen. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen langsamer. Und ich glaube, jetzt warten wir erstmal, bis der Rettungswagen da ist. Das heißt, alles ein bisschen langsamer, damit man richtig zugucken kann, das auch verstehen kann. Das Fahrzeug gut stabilisiert, das bedeutet, der Eigenschutz ist immer sehr, sehr wichtig. Richtig, ganz genau. Wir müssen ja immer darauf oder aufpassen, dass das Fahrzeug nicht umstürzt. Einmal wegen unseren eigenen Kräften, die an dem Fahrzeug arbeiten, aber natürlich auch für die Personen, die in dem Fahrzeug drin liegen, dass die, wenn sie eine Rückenverletzung haben, dass sich das nicht noch verschlimmert, sondern dass wir dann eine schonende Rettung durchführen können. Das bedeutet also, wenn er nachdem er stabilisiert ist, schaffen wir in dem Falle auch eine Zugangsöffnung, dass dann eine Einsatzkraft von uns oder vom Rettungsdienst, je nachdem, in das Fahrzeug hinein gelangen kann, um dann die eingeklemmten Personen zu betreuen. Selbst wenn sie bewusstlos sind, sage ich meinen Leuten immer, erzählt ihnen was. Wir wissen nicht, ob sie im Unterbewusstsein doch ein bisschen was mitbekommen. Und das fängt jetzt schon damit an, dass man sagt, so, pass auf, wir fangen jetzt an, hier die Tür zu öffnen. Das wird jetzt hier ganz laut werden. Oder wir machen jetzt hier eine Scheibe kaputt. Das wird ein bisschen schlittern, aber wir decken die natürlich ab. Also so, dass wir dem Patienten, den wir retten wollen oder den, die im Fahrzeug sind, so ein bisschen den Ablauf erklären, damit dann diese Ängste etwas genommen sind. Und dass sie auch wissen, da ist jemand dabei, der ist jetzt für sie da. Der innere Retter, der quasi
von Anfang an dann beim Patienten bleibt. Ganz genau. Ne? Der bleibt dann so lange da drin. Wir haben jetzt heute gesehen, ihr habt das Dach abgenommen. Wonach entscheidet sich das, was man macht, ob man das Dach abnimmt, ob man eine Tür noch rausnimmt? Ja, es entscheidet sich tatsächlich, wie gut und wie schnell man an irgendeine Situation oder über irgendeine Stelle reinkommt. Und hier haben sich halt meine Einheitsführer dafür entschieden, das Dach quasi abzunehmen, um zur Seite zu klappen. Weil dadurch, dass es auf der Seite liegt, kommen wir auf der Unterseite natürlich nicht dran. Und über Kopf rüber zu arbeiten, ist das auch nicht gut. Also dann haben wir uns entschieden, jawohl, Dach ab, haben wir das komplette Fahrzeug in also die Freiheit ist da und wir können sie dementsprechend retten. Wir haben ja eben den RTW schon vorbeifahren sehen, den Rettungswagen. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen bei so einem Unfall? Die ist 150%ig wichtig. Wir müssen Hand in Hand arbeiten, gerade bei den Verkehrsunfällen. Können wir nicht loslegen wie die Verrückten, um die Personen rauszuholen, sondern das muss eins zu eins mit dem Rettungsdienst abgestimmt werden, mit dem Notarzt abgestimmt werden. Wenn er sagt, der Patient ist noch nicht so weit, wir können ihn jetzt noch nicht rausnehmen, da bleibt er auch erstmal drin. Aber es kann aber genauso passieren, wir versuchen ja immer eine schonende Rettung vorzunehmen, aber es kann genauso passieren, dass der Notarzt dann sagt, hier, wir haben jetzt eine Crashrettung, der muss sofort raus, da geht es jetzt um Sekunden und dann geht es natürlich auch richtig zur Sache. Ne? Da wird keine Rücksicht mehr genommen, da wird das Zeug auseinandergedrückt und weggeflext notfalls, sodass die Patienten auch schnell rauskommen. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Absprache zwischen den Hilfsorganisationen. Aber das ist überall, das ist ja nicht nur beim Verkehrsunfall, das ist ja überall. Ja. So ein Unfall wie heute, der kann im Prinzip jeden Tag passieren und passiert in Deutschland auch jeden Tag irgendwo. Wie können denn Autofahrer helfen, damit ihr schnell retten könnt? Gibt es da Möglichkeiten, was ich ins Auto legen kann über mein Auto, irgendwelche Informationen? Naja, die meisten Leute haben ja heutzutage tatsächlich ja alle ein Handy. Und das bedeutet also im Klartext den Notruf absetzen, das ist das Wichtigste überhaupt. Nicht einfach an einer Unfallstelle dran vorbeifahren. Selbst dann, wenn Personen schon an einem Fahrzeug stehen, Hilfe anbieten und sagen, können wir helfen? Wenn das aber verneint wird, dann bitten wir natürlich dann auch, natürlich muss gefragt werden, ist der Notruf abgesetzt? Sollte das also auch schon passiert sein, dann möchte ich natürlich die Autofahrer bitten, dass sie dann auch diese Einsatzstelle schnell verlassen, damit sich kein Stau bildet und dass dann die nachfolgenden Kräfte auch die Parkflächen haben, wo sie sich aufstellen können. Gerade wie man es hier sieht mit dem schweren Gerät, dass man das nicht noch irgendwie durch eine Schlange von Autos durchtragen muss, das ist wichtig. Ja. Auf der Autobahn ist ganz klar, wir sind keine Autobahnfeuerwehr, aber auf der Autobahn ist es wirklich ganz sicher, wenn man merkt, dass es sich staut, dass man sofort eine Rettungsgasse bildet, dass man sofort links oder rechts hinfährt. Auch wenn man nicht weiß, ist es jetzt nur ein normaler Stau, weil der Verkehr dichter wird oder ist vielleicht irgendwo in Kilometer Entfernung ein Verkehrsunfall. Aber wenn die Rettungsgasse nicht gebildet ist, ist es dann sehr schwer, die noch nachträglich zu bilden, wenn die wirklich Stoßstange auf Stoßstange hängen. Das kann der Autofahrer machen und das ist eigentlich sehr gut. Bei einem Verkehrsunfall, heute hast du gesagt, ist die Eigensicherung ganz wichtig. Ist das bei einem privaten Verkehrsunfall, auf den ich vielleicht auch zukomme, auch wichtig? Wie kann ich da Sicherheit schaffen? Also auf jeden Fall Warndreieck muss dementsprechend in der Entfernung hingestellt werden. Da gibt es ja, was wir beim Führerschein gelernt haben, die Abstände, Warnblinkanlage anschalten, das ist klar. Ne? Wenn es in die Dämmerung geht, das Licht anschalten, dass das anbleibt, das auf jeden Fall. Die Warnwesten anziehen, dass man sich selber schützt. Und wenn man Erste Hilfe leistet, natürlich auch die Einmalhandschuhe, einen Mundschutz anziehen dementsprechend, so dass man auch dementsprechend für sich selber einen gewissen Schutz hat. Was natürlich auch wichtig ist bei der ganzen Geschichte, man braucht keine Angst zu haben, wenn man Kosten hat, die entstehen, die werden dann natürlich dann auch irgendwo ersetzt. Ne? Wenn man Feuerlöscher einsetzt oder irgendwas, man muss keine Angst haben. Man sagt der Polizei, man war Ersthelfer, ja. Das wird dann aufgenommen und da kann das im Nachgang alles reguliert werden. Na, da muss man sich keine Sorgen machen. Jetzt gibt es ja unendlich viele Fahrzeugtypen auf dem Markt und wenn ihr heute Nacht um 3 Uhr zu einem Einsatz gerufen werdet, dann müsst ihr ja trotzdem irgendwie richtig handeln können. Wie bekommt ihr die Informationen über das Auto, wo es vielleicht Gefahrenpunkte gibt, muss man da was beachten beim Schneiden auch? Wir haben ja gesehen, ihr habt am Auto geschnitten. Also ganz wichtig ist, das stellt man aber bei der Erkundung fest, was ist es denn überhaupt für ein Fahrzeugtyp? Also wir müssen ja unterscheiden, ist es ein Diesel, ist es ein Benziner, ist es ein Hybridauto, ist es ein reines E-Fahrzeug? Dass man da schon mal festlegt, was haben wir denn jetzt für ein Fahrzeug, was für Gefahren gehen von diesem Fahrzeug aus? Und wenn man dann quasi jetzt einmal festgestellt hat, was ist es für ein Typ, können wir über das Kennzeichen mittlerweile bei den neueren Fahrzeugen und über die Leitstelle auch die Rettungskarten bekommen oder selbst übers Handy, wenn wir es dabei haben, oder über ein Tablet, was eigentlich auf dem Fahrzeug mittlerweile auf den Einsatzleitwagen verlastet ist, kann man dann wirklich etwas mehr über die Rettungskarten dann erfahren, dass man die Punkte hat, wo man anschneiden kann, wo man die Fahrzeuge
ja, öffnen kann. Denn die Fahrzeuge haben ja mittlerweile so eine stabile Fahrgastzelle, dass wir mit unserem schweren Gerät, was wir haben, tatsächlich auch an unsere Grenzen kommen. Aber 10 cm daneben ist dann quasi eine Schnittstelle, wo wir dann ansetzen können. Und das findet man alles in diesen Rettungskarten wieder. Das heißt, über die Jahre rüsten die Autohersteller immer weiter auf, aber ihr als Feuerwehr auch? Ja, natürlich. Also die Feuerwehr, wir müssen ja, die Entwicklung geht ja weiter und das ist ja auch egal, was es ist. Ist ja bei der Brandbekämpfung nicht anders. Hat man früher mit einem B-Rohren gelöscht, fängt man jetzt mit einem D-Rohr an und versucht man da ein bisschen Wasser zu sparen und nicht so Wasserschäden zu machen. Also selbstverständlich muss die Entwicklung dranbleiben. Ist natürlich immer eine Kostenfrage, das ist klar. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Feuerwehren ja eine kommunale Angelegenheit ist und dass die Städte und Gemeinden natürlich finanziell auch ein bisschen gebeutelt sind. Und da muss man halt sehen, dass man eine goldene Mitte findet, dass die Notwendigkeit klar ist, wozu man es braucht. Und dann wird das auch meistens passieren. Man hinkt natürlich immer ein bisschen hinterher als freiwillige Feuerwehr, aber in der Regel ist das schon gut. Das passt schon.